Am Karfreitagabend kurz vor Mitternacht prallte ein Auto in ein Leitplanke, flog durch die Luft und landete in einem Bachbord. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei junge Männer bereits tot. Niederrutzwil SG, Auto überschlägt sich, drei junge Männer sterben auf Unfallstelle. 1/23 Männer im Alter von 19 bis 22 verloren in der Nacht von Karfreitag bei einem Verkehrsunfall ihr Leben. Kapo St. Gallen, zwei Frauen wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Spital gebracht. Kapo St. Gallen. Darum geht's. Am Freitag ereignete sich in Niederrutzwil SG ein tödlicher Unfall. Drei junge Männer verloren dabei ihr Leben. Zwei Frauen wurden verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Am Karfreitagabend sind bei einem Unfall in Niederrutzwil SG drei junge Männer gestorben, zwei Frauen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Noch ist der genaue Unfallhergang unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Ein weißer Audi A1 fuhr vom Bahnhof her in Richtung Augarten. Auf der Höhe des Parkplatzes Töbedi kam das Auto von der Fahrbahn ab. Es überquerte rechtzeitig das Trottoir. Dort prallte es in eine Leitplanke und hob ab. Es flog mehrere Meter durch die Luft und schlug an einem Bachbord auf. Auch zwei Frauen verletzt. Gemäß der Kantonspolizei St. Gallen überschlug sich das Auto anschließend und schlitterte dem Parkplatz entlang. Schließlich kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei Männer bereits tot. Die Reanimation bei einem dritten Mann musste später abgebrochen werden. Eine verletzte 20-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Eine 16-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst erst versorgt und anschließend von der Rega ins Spital geflogen.